waren grad geboren. Da traf sie der Fluch, ihr seid verloren. Das Schicksal nimmt die Mutter fort. Ihr findet sie am fernen Ort. Sonic Underground, Sonic Underground. Die Mutter finden ist ihr großer Traum. Sie wachsen heran, werden stark und klug, kämpfen gegen Unrecht und Betrug und suchen die Mutter, sie wartet auf sie. Doch wann sind sie vereint und wo und wie erfüllt sich die Prophezeiung nie? Sonic Underground, Sonic Underground. Ich sehne mich nach den Kindern, doch muss ich mich zügeln. Zu frühes Handeln könnt ihr Schicksal besiegen. Die Mutter finden ist ihr großer Traum. Auf ihrer Suche müssen meine Kinder unter anderem lernen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Ganz locker, Sonja. Ist doch nur ein Gerücht. Ja, ja, aber wenn Mutter wirklich hier ist. Das will ich doch schwer hoffen. Ich verpasse die Neueröffnung einer Chili-Dog-Bude. Das ist die gefürchtete fliegende Insel? Ich hab ja solche Angst. Sonic, vergiss nicht, was das Orakel gesagt hat. Die fliegende Insel birgt viele Gefahren. Hütet euch vor dem Wächter. Birgt? Was ist das denn bitte für ein komisches Wort? Das heißt so viel wie viele Gefahren bereithalten. Was für Gefahren? Aber wenn du so viel Angst hast, dann sehe ich mich eben alleine um. Sonic! Du lässt dich aber hängen. Tja, wie gesagt, sie birgt viele Gefahren. Fängst du schon wieder an? Das ist doch bloß eine komische Hängematte. Ich würde mal sagen, Wächter 1, Punkt, Hedgehog 0. Antwortet mir, ihr Idioten! Schlied, Dingo! Salami-Baguette, lecker! Halt die Klappe und iss. Robotnik müsste uns bald rufen. Schlied, hörst du mich? Antworte, oder muss ich böse werden? Mann, ich hab mehr Hunger, als ich dachte. Mein Magen knurrt ganz schön laut und er hört sich an wie Robotnik. Ach, Junge, bist du dämlich. Wo steckt ihr, Deppen? Ich gebe euch noch 10 Sekunden, um zu antworten. 10! Wieso dämlich? Ich hab doch nur... Das ist Robotnik, du Moorhuhn. Wo denn? Oh. 7! Auf dem Kommunikator! 6. Jetzt halt still, du Oberdödel! 5. Ist ja gut. 4! Zwei, eins. Das wurde auch Zeit. Wo habt ihr denn gesteckt? Schweig! Wie es scheint, wollen die Hedgehogs den Gerüchten auf den Grund gehen. Sie sind laut Geheimdienst auf dem Weg zu euch. Ihr kennt den Plan. Bringt den Wächter gegen sie auf und holt mir den Chaos-Smaragd. Wenn wir den Smaragd entführen, wird die Insel abstürzen und verschellen. Und die Hedgehogs mit sich reißen. Brillanter Plan, Sir. Wir sind schon unterwegs. Lied Ende. Pack das in deinen Rucksack. Wir machen uns auf die Suche nach dem Wächter. So eine Art Nachtwächter? Du bist der Nachtwächter. Nein, den Wächter der Insel natürlich. Sein Name ist Knuckles und auf ihn wartet eine robotnische Überraschung. Er soll knallhart sein. Er ist berühmt für seine... Ihr Hundenasen hättet zu Hause bleiben sollen. Jetzt serviere ich euch zum Abendessen. Du willst uns essen? Nö. Oh. Gut. Aber Chomps hat Hunger. Sie verkennen uns, Mr. Knuckles. Wir kommen als Freunde. Na sicher. Alle meine Freunde schleichen sich heimlich auf die Insel. Für wie hohl haltet ihr mich? Nein, sie verstehen nicht. Wir sind hier, um die echten Eindringlinge aufzuhalten. 3 Igel, ich kann es beweisen. Nur zu. Sehen Sie in meiner Tasche nach.
Drücken Sie den Knopf da. Sleet? Halt die Klappe. Der rote Knopf. Sleet? Ach, steck dir einen Korken rein, Ding Dong. Sehen Sie sich's an. Wir müssen los, Leute. Wir müssen uns den Chaos-Smaragd schnappen, bevor dieser dämliche Wächter Knuckles etwas merkt. Du hast nicht oft recht, großer Bruder. Aber dieses Mal bin ich einverstanden. Komm, Manic. Wir sind viel cleverer als dieser dämliche Knuckles. Mr. Knuckles, hier wird es langsam ein bisschen warm, also wenn es Ihnen nichts ausmachte. Diese Igel wollen den Smaragd klauen, ja? Na, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Na gut, ihr beiden Pfeifen dürften Abgang machen. Aber verlasst die Insel sofort. Aber selbstverständlich, mein Freund. Wir sind schneller wieder verschwunden, als Sie Sonic Hedgehog sagen können. Entschuldige, Chomps, du kriegst noch was. Ich hab gehört, heute hat die Jagdsaison für Igel angefangen. Braves Hundi. Wir müssen uns den Chaos-Smaragd schnappen! Den Chaos-Smaragd schnappen! Ich habe das Gefühl, dass irgendwas in der Nähe rumschleicht. Na super! Jetzt gehen wir auch noch deinen Gefühlen nach, oder was, Junge? Das wird ja immer schöner. Hey, Jungs! Seht euch das an! Eine heilige Quelle. Darüber habe ich was gelesen. Hä? Ah! Die Special Effects hier können sich echt sehen lassen. Kaum zu glauben, dass die wirklich existieren. Manic, Finger weg! Was? Da zeichnet sich irgendwas ab. Mom! Ich wusste doch, dass sie hier ist. Wow, anscheinend hattest du recht, Sonja. Du siehst ein, dass ich mal recht hatte? Manic, du bist mein Zeuge. Was für ein Auftritt. Junge, Junge, der Flug und die Landung waren ja schon ganz schön, aber der Salto verdient noch etwas Feinschliff. Diebisches Igelgesindel! Nicht ganz der warme Empfang, den wir uns erhofft hatten. Seht euch das an. Ich hoffe, die haben hier auf der Insel eine anständige Reinigung. Ihr seid hier, um den Smaragd abzugreifen, aber ich werde euch aufhalten. Ganz locker, wir sind keine Diebe. Naja, die meisten von uns jedenfalls nicht. Hui! Oh! Freut mich auch, dich kennenzulernen, Freundchen. Ich hasse Diebe. Sonic, geht's dir gut? Mann, der Junge hat was drauf. Was? Sag mal, geht's dir doch ganz richtig? Mach doch gleich einen Fanclub für ihn auf. Da hast du ihn, deinen tollen Helden. Na gut, du Inselwächter, wenn du's nicht anders haben willst, dann eben auf die harte Tour. Sonic, warte, vielleicht können wir vernünftig mit ihm reden. Das ist eine Idee, Schwesterchen. Ne schlechte! Der kriegt eine Kostprobe vom Super Sonic Dreifachspin! Ihr könnt ruhig mithelfen, ich hab nichts dagegen. Ach, wozu? Du hast doch alles im Griff. Jetzt versuchen wir es mal mit Reden. Wo ist der hin? Ich nehme mal an, der Super Spin war zu viel für ihn. Hä? Na, vielleicht auch nicht. Hör doch erst mal zu, wir sind nicht hier, um was zu klauen. Wir suchen Königin Alina. Wow, ich glaube, das hat funktioniert. Na, Schwesterchen, hast du vielleicht wieder irgend so ein Gefühl? Ja, dass wir jetzt lieber verschwinden sollten. Ihr lügt doch! Ich werde das mal regeln. Klar, wieso nicht? Du hast ja bisher auch hervorragende Arbeit geleistet. Und gleich noch mal mit Schwung. Komm zurück und kämpfe, du feiger Wurm. Lügende, diebische Igelbande.
Na schön, ich hab die Nase voll. Durchhalten, Leute! Ich bin schon auf dem Weg! Ja! Nein! Auf Wiedersehen und sanfte Landung! Jetzt reicht's. Dich mach ich fertig, Knuckles. Nichts wie raus hier. Dieser Wächter ist sogar noch dümmer als du, Dingo. Dankeschön. Naja, vielleicht. Aber auch nicht. Ich wette, die Hedgehogs sind mittlerweile Geschichte. Komm schon, wir müssen den Fluss runter, um den Smaragd zu finden. Womit denn? Dies musst du ja unbedingt fahren. Sieht leider nicht sehr vielversprechend aus. Ich denke, wir warten besser auf Sonic. Dann denk doch mal. Da wären wir mal wieder. Wow. Hallo? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Hey, Brunnenkreisel. Das wird doch nichts. Wow, nimm einen Schluck Baldriankeule. Zu viel Aufregung ist nicht gut für den Blutdruck. Offensichtlich hast du noch nie was von der berühmten Hedgehog-Geschwindigkeit gehört. Na gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Sollte genügen. Donnerlittchen. Jetzt gehörst du mir, Hedgehog. Ich bitte dich. Das kannst du doch besser, du Wackeldackel. Wir sind noch nicht fertig, Kumpel. Erstmal zeigst du mir, wo Sonja und Manic sind. Abgefahrenes Leuchten. Machst du Witze? Dieses Licht ist Gift für meinen Teint. Oh, das ist ja wundervoll. Oh, ja. Was war das für ein Geräusch? Wir müssen uns den Chaos-Smaragd schnappen, bevor dieser dämliche Wächter Knuckles etwas merkt. Also, das sieht man nun wirklich nicht jeden Tag. Da setze ich mal lieber einen Fuß vor den anderen. Hey, Flitzefuß, kannst du fliegen? Hä? Hoppla, ach du meine Nase! Ah, ich habe nur einen Versuch! Ja, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ach nö. Das war nun wirklich nicht sehr nett. Brauchst du Hilfe? Aha, anfeuern reicht wohl nicht. Ah!
Wieso hast du mich gerettet? Plaudern wir ein bisschen. Ist ja gut. Wir kriegen dich schon wieder hin. Hoffentlich. Also dann. Wie lecker. Danke. Ein Holoprojektor. Das riecht schwer nach Robotnik. Nein, ich glaube, das ist sein Atem. Tretrul. Na, mein Großer, wo hast du das her? Das war nicht so aufschlussreich. Lass mich mal versuchen. Bitte? Okay, Kumpel. Einmal nicken heißt ja, zweimal nicken heißt nein. Verstanden? Oho. Ja, ganz toll. Weiter im Text. Also, hast du das Teil von einem großen, ballonförmigen Kerl mit Popelbremse? Aha, dann vielleicht von einer muskelbepackten Hundenase und einem kleinen Schleimer? Aha. Sleet und Dingo, das war gute Arbeit. Kannst du uns zeigen, wo sie sind? Aha. Aha. Ist dir das? Er sieht fantastisch aus. Und dann haben sich die beiden von der Insel verzogen. Sich verzogen? Fällt mir schwer, das zu glauben, Keule. Die sind immer hinter irgendwas her. Der Smaragd! Nein! Oh, ich kann ja auf einmal fliegen! Du kannst nicht fliegen! Die Insel fällt langsam runter! Nimm du ihn! Wir müssen hier raus! Nicht so schnell! Oh, Sonja! Danke! Sehr zuvorkommend! Beeil dich, Dingo! Mann, wir holen den Smaragd besser schnell zurück, bevor wir am Boden zerplatzen wie reife Trauben! Sonic, da oben! Sleet und Dingo! Wir haben es fast geschafft. Beeilung! Achtung! Oh, da ist schon wieder Sonja. Au! Dingo, nun mach schon! Ach, du Idiot! Swordbots, ausschwärmen! Holt den Smaragd zurück! Die verziehen sich! Aber ohne den Smaragd, siehst du? Dann spielen wir mal wieder Dosenöffner. Man sagt nicht immer das, was man meint. Es ist nicht immer so, wie es scheint. Lass dich nicht auf jeden Fall von irgendwem Sand in die Augen streuen. Mach die Sache für dich klar, sonst musst du's noch bereuen. Man sagt nicht immer das, was man meint. Es ist nicht immer so, wie es scheint. Lass dich nicht auf jeden Blödsinn ein. Es ist nicht immer so, wie es scheint. So, wie es scheint. Sonja? Manic? Kuckuck! Wir haben's geschafft! Oh. Sonic! Der Smaragd! Sleet! Dingo! Ich hoffe für euch, ihr habt den Smaragd! Andernfalls lasse ich euch stückchenweise robotisieren! Wo steckt ihr? Antwortet! Sleet?
Hast du das auch schon mal gehabt, dass eine kleine Stimme mit dir redet? Ja. Das ist Krupnik, eine hiesige Delikatesse. Echt lecker. Los, hau rein. Danke, Knuckles. Warum seid ihr denn nun wirklich auf die fliegende Insel gekommen? Um unsere Mom zu suchen, Königin Alina. Königin Alina ist eure Mom? Das hättet ihr auch gleich sagen können. Ich kenne sie. Sie war hier, als ich noch ein Kind war. Das hat sie für euch hinterlassen. In den letzten Tagen von Robotniks Tyrannei werden meine Kinder Verbündete finden. Der erste von vielen wird Knuckles, der Wächter des Chaos-Smaragds sein.